Hallo meine lieben Freunde der hämmernden Tasten, willkommen zurück bei The Witcher 3. Ich habe mich hier schon mal aufs Herz geschwungen, ich habe auch schon mal einen Wegpunkt gesetzt. Wir befinden uns jetzt wieder in der freien Welt draußen, ein bisschen raus aus der Burg. Komm Und schon. jetzt wollen wir wieder ein paar Abenteuer erleben und haben ein paar Orte auf der Karte, die unentdeckt sind. Und da die Hauptmission noch einen weiteren Stufenaufstieg von uns verlangt, also uns besser gesagt empfohlen wird, machen wir das auch mal. Da haben wir schon wieder Ertrunkene. Aber eine Menge Ertrunkene. Das ist nicht gut. Ruhe da. Jetzt macht man keinen Stress hier. Ach du meine Fresse, da hängen noch mehr. Ja, und wie gesagt, dadurch, dass wir noch mehr. Dadurch, dass wir höheres Level brauchen. Teufelsgrube, interessant. Komm jetzt. Oh, ich habe die Armbrust gerade gezückt. Und jetzt habe ich auch geschossen. Ich wollte doch nur absteigen. So. So, und so. So. Wer so satt, hat den ganzen Tag noch nicht gemacht. Gott. Bin mal gespannt, was hier los ist. Ja, und deswegen machen wir jetzt ein paar Nebenmissionen, um noch ein paar Erfahrungspunkte zu sammeln und dann für die Hauptmission gewappnet zu sein. Aber so wie das hier ausschaut, sind wir hierfür auch noch nicht so wirklich gewappnet. Banditenlager. Okay. Können wir jetzt einfach mit den Quatschen da drinnen? Oder auf der Karte sind sie rot markiert? Ich würde sagen, wir sagen einfach mal Hallo. Was haben wir hier ausgerüstet? Feuerschaden. Feuerschaden. Hallo! Okay. Ach, wie viel ziehe ich denn? Warum hat denn der. Na super. Der zieht uns ja gleich alles ab hier. Nur weil er das Schwert zurückgesteckt hat. Okay, was hat man jetzt gezogen hier gerade? Die Stahlwaffe ist vielleicht da ein bisschen besser. Muss ich erstmal. Boah! Verdammt! Ja, merke ich gerade. Das ist ziemlich uncool. Brenne! Verdammt, okay, damit haben sie uns. Ich habe mich gerade von einem in der Windel töten lassen. Ich krieg die Krise. Letzten Spielstand laden. Wo tauchen wir denn jetzt auf? Das ist ein Start nach Mars. Wir sind. Nee, dann sind wir für die Hauptmission echt noch nicht bereit. Aber warum hat denn der zu Beginn die Waffe weggesteckt? Ich habe Viereck gedrückt, das sollte angreifen. Ich bin verwirrt. Okay, also die Teufelsgrube sollten wir jetzt doch noch nicht für uns entdecken. Ihr wurdet von einem in der Windel getötet. Das darf doch nicht wahr sein. Wir sind Hexer. Wir lassen uns von jemandem in der Windel töten. Das ist nicht euer Ernst. Der Trank Katze ist ebenfalls nützlich, da man damit in absoluter Finsternis sehen kann. Den Trank Schwertwahl. Warum lädt denn das heute so lange? Was ist denn da los? Ich verstehe das nicht. Die Flammen eines Feuergenius lassen sich mit dem A-Zeichen vorübergehend abschwächen. Also jetzt ist ja aber mal gut hier. Können Sie jetzt mal weitergehen? Dankeschön. Komm schon, Okay, Plätze. jetzt sind wir wieder hier. Haben wir da überhaupt diese ganzen. Nee, haben wir nicht mehr. Gut, dann müssen wir kurz ans Brett. Um die ganze Mission wieder zu bekommen. Hallo? Bist du diesmal ruhiger? Alles klar? Komm Die jetzt. Götter haben sich von uns abgewandt. Diesmal rennt sie nicht. Sie hat sich wahrscheinlich an Plötze gewöhnt. Na, Plötze tut ja auch niemandem weh. So. Wenn mein Mann nicht immer in der Was hat man genommen? Warnung. Eine bitte. So. Boah, ey. Ich hab die. Das ist das Schwierigste bei dem ganzen Spiel, auf Plötze zu kommen.
So, meine Güte. Weltkarte, okay. Dann lassen wir das jetzt aus und reiten dann doch gleich mal hier hin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so kritisch. Ich hoffe, das kriegen wir gebacken. Ab geht er. Vielleicht ein bisschen schneller. Ich komme nicht klar. Wir haben uns von jemandem in der Windel töten lassen. Zack. Hoppala. Querfeldein, war das jetzt gut? Die Karte zeigt uns an, dass wir da lang marschieren können. So ist Monsterlager. Was denn für ein Monster? Ach, Ertrunkene. Ach, herrje. Kommen die jetzt alle hoch oder was ist da los? So. Ich find's geil, dass wir unendlich viele Bolzen haben. Es bewegt dich doch nicht. Warum hat er denn gleich zweimal geschossen? Da rechts dackelt einer verrückt. Menno. Bah, nicht so weit runter. Wir rutschen. Aber wir kommen nicht. Los, raus hier. Nein. Komm schon. Komm schon. Ich will doch hier nur auf das Gerüst. Ey, die Folge ist gerade nicht so Bombe. Ja, meckert nicht. Ich hänge hier fest. Meckert nicht rum. Boah. So. Meine Fresse. Das ist kein Ertrunkener. Neckar. Oder was? Haben wir jetzt noch nicht. Nee, ist noch nicht dabei. Das sind einige. Naja, no risk, no fun. Aber kommen hier auch Hunde, ohne dass wir uns wehtun. Hat denn hier niemand an eine Leiter gedacht? Hallo? Boah, ich greif doch an. Los jetzt. Was ist da los? Warum haben wir denn Kopfschmerzen? Wow. Wow. Wow, 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 wow. Kleine... Wow. Wow. Immer schön im Zickzack. Ey, das ist voll daneben. Ich möchte wenigstens ein so ein Vieh killen. Das ist nicht... Jetzt nimm dein Schwert. Ich raste aus. Peng. Jetzt haben wir die richtige Waffe ausgerüstet. Dann nehmen die auch ordentlich Schaden durch das Silberschwert. Zack. Zack. Ah, die sind echt... Ah. So, jetzt habe ich ein Schutzschild erstmal. Los, komm her. Und jetzt Angriff. Ist bekannt. Wow. Da kommt von hinten der nächste. Angriff, ausweichen. Der springt immer schön sinnlos von links nach rechts. Jawohl. Und nochmal ausweichen. Jetzt bist du dran. So, Freundchen. Komm her. Wir essen dabei ein Hühnchen. Komm her. Renn nicht weg. Freundchen. Huhu. Jetzt nochmal Schluss. Ey. Ich hasse es, wenn die das machen. Ich könnte doch hier gerade was aufnehmen. Kleines blaues Muttergehen, das ist doch gar nicht so verkehrt gewesen. Zuck dein Silberschwert. Ah, Junge. Was soll denn der Mist? Kommt von hinten noch was. Hab ich doch gesehen. Wow, aus dem Busch. Zack, zack, zack. Ausweichen. Zack, zack. Und nochmal, schwer. Ausweichen. Angriff. Warum kommentiere ich das? Ihr seht es doch. Und nochmal, zack. Es ist ja gut, dass ich was kommentiere, aber... Na egal.
Wo sind die Viecher hin? Da haben wir noch eins. Hier unten ist das Nest. Wie konnte man das jetzt zerstören? Was so dunkel? Hallo? Könnt ihr was sehen? Da. Das klingt nicht gut. Zück doch mal denn. Oh, ach du Gott. Ach nein. Nein, 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 nein. Tschüss. Ich will hier raus. Wo geht's hier raus? Das sind mir zu viele. Ich bin doch nicht verrückt. Ich bin doch nicht lebensmüde. Ich bin doch froh, dass wir schon ein paar Erfahrungspunkte jetzt gesammelt haben, immer den wir die da getötet haben. Wow, Junge. Du Mistvieh. Du kleiner Pisser. Erschreck mich doch nicht so. Du kannst doch nicht auf einmal hier angesprungen kommen. Was soll denn der Mist? Stirbst du jetzt? Hallo? Der ist schneller als ich. Was soll denn der Mist? Mistvieh. Zutaten sammeln. Boah, ich raste aus. Eine Neckerklaue. Neckerauge. Haben wir jetzt hier aber wenigstens mal ein... Was soll jetzt hier drin sein? Da, oh Kreude. Ach so, man hat ja keine Zeit, sich die mal in Ruhe anzugucken. Die bleiben ja auch nicht stehen. Seid vorsichtig, Leute. Unter der Brücke hausen Necker. Wenn ihr die Brücke überquert, ohne langsamer zu werden und anzuhalten, passiert nichts. Sollte an eurem Wagen aber eine Achse brechen und ihr hängt dort draußen fest, nun, dann schließt ihr besser die Augen und betet zu Militele. Aber den Namen hätten sie doch mal ein bisschen besser auswählen können, oder? Also jetzt, sorry, das ist echt nicht böse gemeint, ne? Aber den Namen hätten sie doch jetzt mal wirklich besser aussuchen können. Ein einzelner Necker. Ich mag das Wort gar nicht aussprechen, sonst kommt das noch falsch rüber. Zumal ich eben mit K, G, P, B und was weiß ich Probleme habe. Ich habe Angst, dass ich dann... Na egal. Ein einzelner ist harmlos. 5 sind gefährlich. 10 können selbst ein erfahrener Monster schlechter umbringen. Größere Probleme bereiten die größeren, stärkeren Wesen, die Krieger, wie auch die seltenen Art namens Puka. Gut, wenn ich das lese, dann bin ich froh, dass wir rausgegangen sind. War, glaube ich, jetzt nicht so verkehrt. Aber das ist für die Alchemie anscheinend gut, wie ich sehe. Monsterspeichel, Monsterzunge. Müssen wir uns denn nicht regenerieren? Wegen hier Sonne und Sterne? Menno. So. Haben wir einen Punkt zu verteilen? Wir haben jetzt hier noch so ein Gen. Aber wir haben nichts freizuschalten. Das ist Vitalität plus Firma, plus 5% Zeichenintensität, plus 50 Vitalität. Da ist mir die Vitalität doch erstmal wichtiger. Okay. Hundepetersilie. Komm, wir essen Bratapfel, davon haben wir genug. Plötze. Und plötzlich war er da. Entschuldige, das werde ich noch so aufkriegen. Gut, gut, gut. Stufe. Och, wir haben gerade mal 177 Erfahrungspunkte und brauchen 1000 Stück. Brauchen 1000 Punkte, brauchen wir. So, Weltkarte. Gott, oh Gott. Wir reiten dahin. Wer weiß, was uns da erwartet, aber hey. Party, Party. Disco, Disco, Partisani. Nee, ach, ich Idiot. Ich folge den Punkten. Dann muss ich doch dem grünen Ding folgen. Wir nehmen jetzt mal den Weg hier. Ich möchte nicht nochmal an diesem Monsterlager vorbei, wenn die jetzt rauskommen und sehen, der hat alle getötet. Dann sind die sauer auf mich. Ach du Gott. Boah, ey, man sieht echt, dass das Ding vom Krieg gebeutelt ist, das ganze Land. Wer meckert denn hier schon wieder rum? Ich bin nur auf Durchreise. Schneller. Ich bin nur auf Durchreise. Was haben Personen in Not? Vierte Meere. Ach. Oh, nee. Nicht euer Ernst. Ach, scheiße. Entschuldigung. Oh.
Das ist gerade die pure Fail-Folge. Also, das ist ja der Wahnsinn. Ja, ich hätte natürlich auch den Schwierigkeitsgrad schwächer nehmen können, Klarheit machen können, wollte ich aber nicht. Ich möchte ja wenigstens ein bisschen Herausforderung haben. Und dann machen wir halt irgendwie 10 Folgen mehr am Ende. Jetzt fangen wir bestimmt wieder. Ich muss regelmäßiger speichern, ehrlich, ey. Ich glaube, das hat es jetzt nicht gespeichert, dass wir da diese Monster ein bisschen aufgemöbelt haben. Oh, ist wieder dieser lange Ladebildschirm, ey. Freunde. Es war so klar. Es war so klar gewesen, ey. Leute. Aber wir haben mehr Erfahrungspunkte? Den check ich jetzt nicht so ganz. Das verstehe ich jetzt echt nicht. Warum haben wir jetzt mehr Erfahrungspunkte? Beweg dich! Ja, mit 155. Na, ich will mich jetzt nicht beschweren. Was jetzt, du Stück Dreck? Hallo? Du hast jetzt nicht gerade Plötze genannt. Du meinst doch sicherlich den Wolf, der da um der Ecke war. Und die Krähen drehen durch. So, das kennen wir ja. Ey, jetzt ist aber mal. Jetzt mal Feierabend. Hier braucht eine Person Hilfe. Mit Banditen, die wir nicht klein kriegen. Was haben wir hier? Händler. Freunde. Probieren wir jetzt das hier unten. Da haben wir auch ein Boot. Komm, jetzt reißen wir hier hin. Wir müssen doch irgendwas finden, was wir hinbekommen. Also jetzt mal ehrlich. Das kann doch nicht angehen. Ich spring doch drüber. Was drehen die Krähen denn so durch? Seid ja mal ruhig. Könnte ich erstmal noch ein paar Ghule testen oder irgendwie sowas? Irgendwie so keine großen Monstermassen. Das wäre ziemlich cool. Nein, wir laufen nicht auf dem Weg. Wir reiten nicht auf. Haben wir schon wieder einen kleinen Teich. Oh, ich renne gegen Boom. Reite gegen Baum. Ich hänge fest im Baum. Ey! Jetzt ist aber mal gut hier. Normalerweise sollte ich die Folge jetzt einfach beenden. Dann kann es gar nur besser werden, ey. Immer wieder die Sümpfe. Was zur Hölle? Nö, er zieht auf gar. Was habe ich denn da schon wieder entdeckt? Meine individuelle Rüstung, das ist ein Rüstungsschmied. Warum greifen die mich denn an? Was wollt ihr denn? Ich habe euch doch nichts getan. Was ist das? Person in Not. Ach, das schon wieder. Ey, ich sehe schon, komm, wir kommen hier doch irgendwann hier an und sollte das einfach probieren. Ehrlich, ey. Ich raste hier gleich aus. Ich reite jetzt erstmal weiter. Pferdepanik. Ganz entspannt, Pferdchen. Ganz entspannt, Plätze. Was haben wir denn hier? Na, das sind mehr. Nein! Ich. Rauf hier! Rauf los! Ich hab doch erst nur 2 gesehen und dann tauchen noch mehr auf. Da hat schon wieder jemand. Oh, schon wieder jemand Hilfe. Boah, nee. Komm schon, Plätze. Da hinten haben wir ein paar Ertrunkene. Komm, damit habe ich wenigstens Mittelerfahrung. Bam, 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 bam. Aber das wird uns nicht helfen. Es nimmt ein Schwert. So. Stufe 4. Der hat uns echt wieder getroffen. Ich krieg die Krise. Herrlich, ey. Die fügen uns sehr viel Schaden zu. Das ist nicht gut. Oh Gott. Aber ich find's cool gemacht. Also muss ich ehrlich jetzt mal sagen. Es ist halt echt eine Herausforderung. Na.
Na komm her. Kommt her. Jetzt, warum schicken wir... Da hinten sind Gegner. Das kotzt mich an. Zack. Wieder so viel... Wir nehmen so viel Schaden einfach. Okay, er hat echte Gegner vor uns gemacht. Es gibt's doch nicht. Das kann doch nicht wahr sein. Ehrlich, ey. Blötze dreht Ohr am Rad. Der Ertrunkene verschwindet. Na super, jetzt ist er wieder da. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Ehrlich. Jetzt nehme ich einen Waldkauz zu mir. Was habt ihr jetzt davon? Ey, nee, ich raste aus hier. Boah, ey. So. Boah, ey. Jetzt trifft er mich trotzdem noch. Ach, es ist doch nicht wahr. Und zack und so. Oh Mann, ey. Boah. Ey, soll ich das jetzt unkommentiert lassen? Sorry, tut mir leid. Wenn ich gerade ein bisschen. Oh, ein bisschen. Vielleicht ein bisschen sauer wurde. So ein kleines bisschen. Jetzt macht die Beine doch nicht gleich breit. Ehrlich, ey. Boah. So geil fand ich das jetzt auch nicht, weil wir es immer hinbekommen haben, ey. So. Ja, yeah. Wir haben ein paar Erfahrungspunkte gesammelt. Wow. Meine Fresse, ey. So. Okay. Was haben wir hier noch? Blötze. Ach, da bist du ja schon. Hab ich gar nicht mitbekommen, tut mir leid. Los. Aber es soll noch ein Level höher sein. Menno. Das ist ja alles. Keine Ahnung, alles. Wir verkacken ja alles. Das kann es ja nicht sein. Gucken wir mal, was da ist. Oh Mann, ey. Nein, jetzt folgt er. Oh, ich krieg die Krise. Ich habe nämlich X gedrückt gehalten, damit er von selber rennt. Was meckert denn da schon wieder rum? Was haben wir da? Hm, diese Viecher. Aber das ist mir einfach zu dicht hier gerade, als dass ich irgendwas sehen könnte. Was haben wir denn hier? Wer jault denn hier schon wieder rum? Verfügbare Quest. Uah, ein Wildhund. Ein Wildhund. Beweg dich. Langsam. Und er hat anscheinend gerade keine Hilfe gerufen. Schlag zu. Komm, absteigen. Na, komm her. Lässt du unser Pferd in Ruhe? Bist du blöd oder was?
raste ich gleich aus hier. So. Meine Güte. Hallo? Kommt raus, ich tue euch nichts. Wann hast du zuletzt was gegessen? Vor einer Woche. Ein halbes verkohltes Eichhörnchen und eine Handvoll Beeren. Lasst mich euch etwas geben. Warum seid ihr nicht bei euren Eltern? Was macht ihr hier alleine? Wo sind eure Eltern? Die Schwarzen haben sie getötet. Aber manche von uns wurden auch so rausgeworfen. Zu viele Mäuler zu stopfen, hieß es. Lasst mich euch etwas geben. Hier, teile es mit den anderen. Danke. Hier für dich, weil du nett bist. Yay, wir haben eine Mission erfüllt. Hey! Erfahrungspunkte 10, yay. Neuen Gegenstand erhalten, Puppe. Neuen Gegenstand erhalten im Tierpelz. Oh, Leute, Leute. Das läuft alles nicht wie geplant. Nein, nein, nein. So, wo haben wir denn jetzt hier wie im Tierpelz? Okay. Sie drangen in die Hütte ein und begannen mit der Durchsuchung. Zuerst besahen sie sein Bett. Sie fanden trockene Zweige, ein erster Hinweis, denn Werwölfe kehren nach einer Jagdnacht im Morgengrauen zurück und in den Pfoten tragen sie die Reste des Waldes. Den zweiten Hinweis fanden sie unter dem Bett, ein Wolfspelz. Sicher hatte der Werwolf sich damit bekleidet, als er sich bei Sonnenuntergang verwandelte und ihn wieder abgelegt, als er am folgenden Morgen zum Manne wurde. Mit diesen starken Indizien beendeten sie die Überlegungen und begannen mit der Jagd. Sie schworen, den Lykanthropen zu finden und in Silberketten zu legen. Joa, Werwölfe halt, ne? Da hat man Charaktere, hier ist das Bestarium und da müssen wir verflucht Wesen. Einladend! Ulfdin, was ist denn das? Ein Fisch? Professor Artibus Johannes Rack. Geograf, seit einer Vermessungsexpedition auf Skellige verschwunden. Ja, mal Werwölfe. Wölfe sind nicht so bösartig, wie man sagt. Werwölfe hingegen sind noch viel bösartiger. Leute, Leute, Leute. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Alle? Oh, hallo. Ich hab Hunger. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Das ist schön für ihn. Okay. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Abenteuer erlebt und so, wisst ihr? Gut, okay. Naja. Ich gehe mal ins Haus. Die werden wahrscheinlich, wenn wir jetzt hier draußen stehen bleiben, immer weiterreden und weiterreden. Ja, sag ich doch. So, meine Freunde. Was war das denn jetzt für eine Folge? Ehrlich, ey. Also, es kann wirklich nur besser werden, aber wir sind... Ja. Ich bin ja froh, dass wenigstens diese eine Mission funktioniert hat. Ja, das war ja auch nur ein Wildhund. Na egal. Ja. Jedenfalls danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Auch wenn irgendwie alles schiefgelaufen ist, was schieflaufen konnte. Hoffe ich, dass es euch trotzdem Spaß gemacht hat. Und dann, ja, würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Witcher 3.